Willkommen zur Vorlesung Diversität der Pflanzen – Grundlagen der Ausbreitungsbiologie. Nachdem wir ja beim letzten Mal über die Frucht gesprochen haben, müssen wir uns nur noch ein wenig angucken, was denn die Hauptaufgaben der Frucht eigentlich sind. Das eine ist, dass im Inneren der Frucht, im Inneren des Samens, der Embryo ist und der geschützt werden muss. Das zweite ist, dass der Embryo oder irgendetwas ausgebreitet, also von der Mutterpflanze wegbewegt werden muss. Man nennt das Propagation. Und das, was wegbewegt wird, ist dann eben ganz allgemein gesprochen die Ausbreitungseinheit oder die Diaspore. Solche Diasporen können sehr unterschiedlich sein. Es kann der Embryo sein, hier eine Mangrovenpflanze, Rhizophora, da wächst also aus der Kapsel, wächst bereits der Embryo aus und der erst separiert sich von der Pflanze. Oder der ganz normale Fall, den man so kennt, die Samen hier beim Ricinus communis, beim Wunderbaum, oder aber die Teilfrüchte, das hatten wir beim letzten Mal schon gehört, ne, beim Ahorn, dass die Merikarpien hier sich einzeln ablösen. Oder eine komplette Frucht. Ich habe hier mal die Esskastanie ausgewählt. Hier sieht man ganz nett die Ansatzstelle der eigentlichen Frucht. Und hier oben noch der Rest vom Kelch. Darum können Sie hier wunderbar sagen, dass das hier eine Frucht ist und dass die Schale hier das Perikarp ist. Also hier nennen wir das Nordnuss also. Und dann haben wir einen Fruchtstand. Hier habe ich mal die Baumhasel genommen. Also mehrere Früchte, die gemeinsam ausgebreitet werden. Oder aber als Diaspore kann sogar die ganze Pflanze funktionieren, wie hier die Rose von Jericho, die dann eben über die Steppen rollt und ihren Samen ausbreitet. Ich sage ständig ausbreiten. Meistens finden Sie den Begriff Verbreitung. Das ist, auch wenn man es überall findet, immer noch falsch und bleibt auch falsch. Ausbreitung ist der Vorgang von der Pflanze aus. Ne? Der Same wird von der Pflanze ausgeschleudert, ausgebreitet. Eine Verbreitung heißt ein Verbreitungsatlas, wo kommt das Gänseblümchen vor? Zum Beispiel in ganz Deutschland. Im Englischen ist es auch sehr eindeutig, Dispersal und Distribution, während im Deutschen diese Begriffe Ausbreitung und Verbreitung durcheinander gehen wie Kraut und Rübe. Schauen Sie mal bei Google rein, das ist also eine, also Wikipedia, das ist eine Katastrophe. Und fast jedes Schulbuch macht das falsch. Trotzdem, die botanisch richtigen Begriffe sind Ausbreitung für den Vorgang und Verbreitung für den Zustand, wo gibt es eine bestimmte Pflanze. Auch das muss man einfach verinnerlichen. So, und wenn wir das haben, die Hauptaufgaben und die Begriffe nochmal deutlich geklärt, wollen wir noch einige Ausbreitungseinheiten oder Typen kennenlernen. Der Begriff Selbstausbreitung oder Autochorie kommt von Chora, Raum aus dem Griechischen, also den Raum erfassen, irgendwas in dieser Art. Auto heißt selbst und ein schönes Beispiel ist hier Impatiens glandulifera, eine Balsaminaceae. Man nennt sie auch Bauernorchidee, weil die eigentlich überall wächst, wo es feucht ist. Sie ist Neophyt, von daher von manchen nicht so beliebt. Ich mag diese Pflanze unheimlich. Erstens sieht sie klasse aus. Und zweitens hat sie Früchte. Und wenn die fast reif sind und sie fassen da dran, dann ist da ein Togo-Mechanismus und die platzen dann von selber aus und schleudern hier den Samen aus. Das ist so, als wenn Sie so einen Hummel anfassen wollen. Sie erschrecken sich so ein bisschen. Absolut toll. Kann man schön machen. Auch Kindern schön zeigen. Und bei diesem Zusammenschnellen dieser Klappen fliegt dann die Diaspore weg und wird 2-3 Meter locker ausgebreitet. Die Windausbreitung, die Anemochorie, also wieder Raum für Chora und Anemo der Wind, da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Ich habe so ein paar Beispiele mal aufgeführt, damit man so ein Stück weit die Bandbreite sieht, dessen, was sie auch immer wieder gefragt werden, weil da kommt es dann manchmal eben dann doch darauf an, genau zu sein. Bei den Windfliegern, bei denen hier, habe ich als erstes den Staubflieger mitgebracht. Der ist sehr schön, weil die Kapsel der Orchideen, die ist unterständig, hier oben ist der Rest der Blüte und im Inneren der Kapsel, wenn die so aufgeht, werden winzig kleine Samen frei. Die bestehen aus wenigen Zellen, der Embryo aus wenigen Zellen, darum wenig Nährgewebe und die Tester. Und die verdriften sehr stark, man hat sie selbst in der Stratosphäre schon nachgewiesen. Und diese unzählige Anzahl von Staubsamen, die ist notwendig bei der
weil die Orchidee bei der Keimung einen bestimmten Pilz braucht, in der Regel den sogenannten Ammenpilz. Den zu finden ist nicht ganz einfach und der versorgt ihm dann mit allem Wichtigen am Anfang. Die haben eine sehr innige Symbiose, die Pilze und die Orchideen. Darum ist diese immense Anzahl von Samen notwendig. Aber das erkläre ich Ihnen nochmal in Ruhe, wenn wir dann in der Eifel sind und wir dort über Orchideen dann doch etwas näher uns beschäftigen. Die Haarflieger werden Ihnen oft begegnen. Hier zum Beispiel das Weideröschen, hier ist die Kapsel gewesen, hier sehen Sie den Samen mit den Haaren dran. Oder aber die Clematis, die hatten wir letzte Mal schon besprochen. Hier sehen Sie die Nüsse, die Einblattfrüchte, hier der Griffel und an dem Griffel die entsprechenden Haare. Oder hier unser Löwenzahn, den kennt glaube ich jeder. Hier sind die Früchte der einzelnen Blüten gewesen. Hier ein Schnabel und hier oben dann der sogenannte Pappus. Darauf gehe ich nochmal in Ruhe ein, wenn wir die Asteraceen besprechen. Und als letztes die Baumwolle. Aus einer Kapsel kommen diese dicken Samen heraus und diese Samen sind ganz dicht eingebettet in solche Samenhaare, die wir dann später als Jeans tragen. Hier so ein paar Beispiele also für Haarflieger. Was spannend daran ist, das haben Sie eben gemerkt, als ich erzählt habe, wenn man hier die drei Bilder sich anschaut, die Sie ja auch im Kompendium haben, hier also das Weideröschen, hier nochmal die Clematis, die Waldrebe und hier jetzt eine Asteraceae, dann kann man die Diaspore sehr genau definieren. Die Frucht eben auch. Sie können sagen, hier ist die Frucht und da ist die Diaspore. Sie können aber sagen, was genau die Diaspore ist, nämlich der Samen oder die Einblattfrucht oder die Zynokarpefrucht. Oder als Frucht selber, wie Sie es benennen wollen, hier die Spaltkapsel ist hier die Frucht, die Nuss ist hier die Frucht und hier ist die Nuss eine Achäne. Also man kann sehr spezifisch dann die Dinge auch weiter wissenschaftlich beschreiben. Bei den Flügelfliegern ist das im Grunde genauso. Ob sie ein Ahorn haben oder die Birke, sehen, die ist relativ klein. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht meint, die sind so groß wie die Ahorner. Oder hier die Hainbuche oder aber die Linde. Alles typische Organismen, die Flügel ausbilden, um eben eine Flughilfe zu haben. Auch hier wieder die verschiedenen Ausgestaltungen, morphologisch. Das heißt, auch hier können Sie wieder komplementär betrachten, Frucht und Diaspore. Ich habe mal dieses Bild genommen, das ist der Ahorn. Sie sehen hier den Carpophor, Sie sehen hier die Merikarpien. Und das hier ist etwas, was Sie im Grunde nicht kennen. Also Mitra ist eine Cucurbitacee, die wächst in den Tropen, ist etwa 15 cm groß, dieses Gebilde. Hier ist der Samen und hier ist der Auswuchs der Tester, also Auswuchs der Samenschale, die bilden soll. Solche wunderschönen Objekte, die dann ganz gemütlich zu Boden gleiten. So, und wenn Sie jetzt gefragt werden nach der Frucht, würden Sie also hier sagen, ist die Zerfallsfrucht. Hier müssten Sie also nachschauen, dann würden Sie wissen, dass diese Gebilden hier in einem großen Beere drin, in einer Panzerbeere drin stecken, darum hier Beere. Und die Diaspore ist ganz klar eine Teilfrucht, das Merikarp, oder hier entsprechend der Samen. Also man muss immer wieder aufpassen, welche Betrachtungsweise man gerade verfällt und entsprechend reagiert. Aber wenn Sie allgemein sagen Diaspore, sind Sie eben nie falsch. Dann den Windstreuer, den muss man mal erwähnen, Papaver. Wir kennen das als Porenkapsel, hier die Kapsel, hier oben sind die Griffel und hier sind die Poren. Und hier ist es sehr interessant, weil bei Wind fängt das Ding an zu pendeln und zudem beim Pendeln geht der Wind hier rein, verwirbelt sich hier in den Kammern und geht irgendwo wieder raus. Und bei dem rein verwirbeln, wieder rauskommen und beim gleichzeitigen Pendeln wird der Samen entsprechend ausgestreut. Wie so ein Salzstreuer. Darum ist es ja auch so ein bionisches Vorbild für einen Salzstreuer. Wobei ich bin ziemlich sicher, dass Salzstreuer schon vorher bekannt war. Aber das weiß ich nicht. Okay. Dann kommen wir zur Ausbreitung durch das Wasser, Hydrochorie.
Da gibt es zwei Typen, die interessant sind. Es gibt immer noch ein paar mehr. Also wenn Sie da bei Wikipedia reinschauen, es gibt ja für jedes Ding einen eigenen Begriff. Begriffe, die ich in meinen 40 Jahren Botanik noch nicht gehört habe. Aber manche Leute haben einen Spaß daran, alte Begriffe auszukramen. Mir reicht es, wenn Sie im Grunde Wasserausbreitung wissen. Und mir reicht es, wenn Sie wissen, dass es verschiedene Typen da gibt. Also auch schon der Begriff Nautokorie ist im Grunde unerheblich. Hier geht es darum, dass Sie, wie hier bei der Iris Pseudacurus, die Sumpfschwertlilie. Und dieses Gebilde macht eine Kapsel. Hier sieht man die Kapsel und dann wird die irgendwann aufgerissen. Dann gibt es dann da die Samen. Und die haben innen drin ein Erythrym, ein Luftgewebe und die schwimmen auf der Wasseroberfläche. Und wenn die dann, die stehen meistens so an feuchten Gebieten in der Nähe von Wasser, die fallen auf das Wasser und dann flottieren die in irgendwelche Nischen rein und können sich da wieder festsetzen. Also die sind deutlich schwimmfähig. Das heißt nicht, dass sich auch andere Diasporen durch Wasser ausbreiten lassen, aber hier gilt es eben vor allem, dass die Diasporen tatsächlich auch schwimmfähig sind. Und das andere Beispiel ist die Ombrokorie. Das ist ein bisschen was anderes. Hier geht es darum, dass der Regen eine besondere Rolle spielt. Da gibt es eine Reihe verschiedener Typen, Regenballisten, Regenschwemmlinge. Das soll uns gar nicht stören. Aber so als Beispiel hier die Sumpfdotterblume, die jetzt zurzeit überall blüht, eine Ranunculacea. Und das ist dann schon der Fruchtstand. Sie sehen, dass viele, viele Kapelle zusammenstehen, aber frei sind. Und daraus, das wären Bälge. Das heißt, die öffnen in einer Naht und zwar genau so, dass sie oben auf ist. Und wenn es jetzt regnet, die bleiben nämlich so stehen. Es kann natürlich sein, dass der Wind daran rumschüttelt und dann die Diasporen rausfahren. Aber die Regel ist, dass Regentropfen fallen, Regentropfen spülen sich genau hier rein und spülen den Samen aus diesem Behälter raus. Das sind so die Regentropfen-Ausbreitungen. Letzter Typus der Ausbreitungen sind die Tiere, der Vektortier, die Zookorie. Hier unterscheiden wir drei typische Fälle, die Epi, die Syn- und die Endozookorie. Epi ist zum Beispiel die Klette, eine Asteraceae, eine schöne große Pflanze hier aus der Eifel, ich glaube Nymorum, bin aber nicht ganz sicher. Und da sehen Sie die Fruchtstände etwas vergrößert, sehen die so aus. Und hier sehen Sie diese umgewandelten Blätter, die haben solche Spitzen, die so Widerhaken haben. Und das bleibt überall hängen, an irgendwelchen Pullovern oder an Kaninchen oder sonst irgendwas. Die Synzookorie ist tatsächlich eine wunderbare Symbiose. Hier der Eichelhäher, der frisst eben diese Früchte, hier eine Haselnuss und so weit, so gut. Aber er frisst sie eben nicht alle. Er steckt sie in seinen Kropf. Hier fängt so an, der Kropf groß zu werden. Und dann werden diese Früchte auch entsprechend bevorratet. Dazu fliegt er an bestimmte Stellen, die sehr genau sind, meist am Waldrand. Und dann gräbt er ein kleines Loch in den Boden und legt die Früchte, also die Diasporen, einzeln da rein. Und das, um im Winter etwas zu finden. Aber er findet eben nicht alle und er will auch nicht alle finden. Und die er nicht findet, da haben die Pflanzen einen optimalen Standort und können im nächsten Jahr keimen und sich neu festsetzen. Also diese Tiere sind also in der Lage, tatsächlich von ihrem Instinkt her ihren eigenen Wald anzupflanzen, um immer genug Nahrung zu haben. Das macht nicht nur der Eichelhäher, das macht auch beispielsweise das Eichhörnchen. Naja, und die Endozookorie, die man dann als Saftfrüchte bezeichnet, um zu verdeutlichen, dass man hier von Endozookorie spricht, das sind im Grunde unsere ganzen Beeren, Steinfrüchte, was alles Sie sich vorstellen können. Bei Berberitze oder hier der Weißdorn oder irgendwelche Stechpalmen oder hier, was wir auch selber essen, die rote Johannisbeeren. Vom Bau der Früchte zum Teil sehr kompliziert, die will ich ja gar nicht länger besprechen. Das können Beeren sein, das können Sammelfrüchte sein und alles Mögliche. Wichtig, dass die eben eine Darmpassage haben. Dabei wird dann das Fruchtfleisch verdaut und die Diaspore, der eigentliche Samen, der geht durch die Darmpassage durch und wird ausgeschieden und entsprechend hat er einen Platz, wo er wieder neu auskeimen kann. Also insgesamt
haben Sie jetzt die Hauptaufgaben der Frucht kennengelernt mit der Ausbreitung und dem Schutz. Sie wissen, was Ausbreitung und Verbreitung ist. Und Sie haben einige Ausbreitungstypen kennengelernt, Autokurie, Anemokurie, Hydrokurie, Zookurie. Und genau das werden Sie bei der Bearbeitung Ihrer Objekte immer wieder finden und entsprechend bearbeiten können. In dem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.